Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Blickpunkt heute aus der Leinstraße hier in Eifelt. Wieder mit spannenden Themen natürlich. Die Volksbank EG in Eifelt und die Diakonie Hildesheim als Träger des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth planen ein gemeinsames Projekt in der Eifelter Innenstadt. Wir haben uns mal nach dem Stand der Dinge vor Ort erkundigt. So, wir sind hier mit Roland Schaper von der Volksbank in Eifelt und stehen vor derselbigen. Jetzt hat man gehört, die Stadt Eifelt freut sich sehr über das, was die Volksbank da in Planung hat. Und das betrifft die Gebäude, die hinter uns sind. Herr Schaper, worum geht's denn da? Ja, wir haben viel vor. Wir möchten hier in Eifelt Geld investieren und versuchen, die Innenstadt künftig beleben zu können. Wir haben vor, verschiedene Immobilien hier zu erwerben. Das ist mittlerweile auch schon geschehen. Und die sollen unter anderem abgerissen und komplett neu aufgebaut werden, um hier auch langfristige Mieter wieder in die Innenstadt zurückzukriegen. Ja, also aufgebaut so, dass es schön zur Innenstadt auch passt, gehe ich mal von aus. Hatten wir ja so mal gehört, dass das Gesicht also auch ein bisschen gewahrt bleibt, der Fußgängerzone hier. Betrifft auch die beiden Objekte, die wir hier im Hintergrund sehen, ist das richtig? Ja, sogar die drei. Oder drei, also genau. Bis einschließlich ehemals ihr Platz, dann das süße Kaufhaus und auch das jetzige Geschäft der Firma Brüderle. Ja, ist also eine richtig große Zeile von 50, 60, 70 Meter, ne? Ja, sogar 100 Meter. Und das neue Gebäude wird also zur Leinstraße hin eine fußgängerzonengerechte Fassade haben, also eine kleinteilige Fassade. Und dahinter entsteht ein komplett neues Gebäude in etwa 3 bis 4 Geschosshöhen. Ja. Wer ist denn nachher da drin? Ja, wer ist da drin? Natürlich die Volksbank. Wir bekennen uns ganz klar zum Standort hier in Eifelt. Wir bauen aber nicht nur eine neue hübsche Volksbank, sondern wir wollen langfristig umstellen und auch Mieterträge generieren. Und hier ergibt sich, und das ist der 6. im Lotto, wie es Bernd Beushausen gesprochen hat, die Kooperation mit dem Altenheim St. Elisabeth. Denn die werden hier als Mieter möglicherweise einziehen und mit 90 Bewohnern und fast 100 Mitarbeitern sicherlich auch für höhere Kundenfrequenz in der Fußgängerzone sorgen. Was ja hervorragend wäre, weil natürlich dann auch Besucher da sind, es sind dann Lieferanten da und so weiter und so fort. So, dass in die Innenstadt richtig wieder Leben einziehen wird. Daran ist die Volksbank, wie wir gerade gelernt haben, nicht ganz unschuldig. Genau. Damit, und das finden wir klasse natürlich. Damit wollen wir Eifelt unterstützen und nehmen dort auch einen 2-stelligen Millionenbetrag in die Hand, um hier hoffentlich auch so ein bisschen an einer Trendwende in Eifelt und der Situation mitwirken zu können. An einem Bergland-TV wird es nicht scheitern. Vielen Dank. Danke. Von der Leinstraße haben wir jetzt einen Schwenk gemacht in die Senator-Behrens-Straße in Eifelt, ins Autohaus Feddersen. Hier in dieser Halle findet am 18. März, das ist ein Samstag, das dritte Lions-Konzert, der Lions-Nacht statt. Mit einem interessanten Programm wieder. Und zwar spielt zunächst mal das Saxophonensemble der Musikschule Eifelt und die Combo Jazz Presso. Im Anschluss folgt dann ein Konzert der Gruppe Eigenart, die sich der Blues- und Soulmusik verschrieben hat. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es übrigens für 8 Euro im Vorverkauf und für 10 Euro an der Abendkasse an den eingeblendeten Adressen. Die Erlöse dieses Abends gehen übrigens an die Gerhard-Most-Musikschule. Also nicht vergessen, Samstag, 18. März, hier im Autohaus Feddersen in Eifelt. Das war unser Blickpunkt aus Eifelt für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.